Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und wir hatten eben das Unboxing gemacht zu dem Drucker von Burda. Ich sag euch nochmal die genaue Kennzeichnung an, MFC-J5730DW. Das ist dieser. Ich habe jetzt noch schnell, bei Repro nebenan schnell nochmal eine Ladung Papier geholt, dass wir das auch gleich vernünftig testen können. Hab mir ein Verlängerungskabel geholt. Wir werden jetzt alles hier auf dem Boden machen, das Hardware-Video. Und ich werde den danach dann dahin räumen, wo er hin soll. Weil in der Ecke ist wenig Platz, da kann ich das nicht richtig filmen. Das macht sich hier dann definitiv besser. So, dann müssen wir das schon mal. Das sieht ein bisschen aus wie der PlayStation-Kabel. Der Stromkabel von der PlayStation. Auch mit diesen drei Dingern da. Ich zeige euch das gleich. Ich mache das nur schnell auf. Und wie gesagt, ich arbeite wieder ohne Ansteckmikrofon, wegen Kabelei und so. Und hier, das ist praktisch das, was in den Drucker reinkommt. Und hier haben wir den ganz normalen dicken Stecker. Müsste da reichen, oder? Dicke. So. Oh, der macht einen Ton. Der macht einen Ton. Und hier ist ein Farbdisplay, da steht jetzt Brother drauf. So, jetzt läuft hier alles gerade los. Ich muss gleich die Druckpatronen drin machen. Jetzt stellen wir den jetzt nur ein, weil hier steht jetzt Jahr 2017. Und soweit ich weiß, haben wir das Jahr 2017. Ich werde mal gucken, ob ich euch da ein bisschen ranzoomen kann. Ja, doch. Dann könnt ihr das Display vielleicht oben ein bisschen besser sehen. Oh, meine Kamera verschiebt sich gerade. So. Noch ein bisschen ran. So. Ist jetzt leider ein bisschen schräg, das Display, weil ich den jetzt auch hier schräg zu stehen habe. Jahr 2017, ja, ist okay. Monat, wir haben jetzt den 05. Auch die Tasten, jetzt habe ich im ersten Blick gedacht, die sind ein bisschen klein für meine dicken Pfoten. Aber selbst das bedient sich wirklich kinderleicht. Monat 05, der wie viel da haben wir? 22, ne? 22. Zeit. Habe ich mein Handy hier. Das ist jetzt 16:36. Na, Tigger, willst du Aufmerksamkeit? So, und jetzt sagt er, bereiten Sie Start vor. Warte mal, ich muss mir jetzt erstmal nochmal meine Brille schnell holen. Die habe ich nämlich am PC-Tisch liegen lassen. Oh Gott. So. Oh. So. Bereiten Sie den Start Tintenpatronen mit was? Start Tintenpatrone mit dem in Orange für die Inbetriebnahme vor. Okay. Ja, ich weiß, mein Kater will gerade ein bisschen Aufmerksamkeit. So, dann müssen wir jetzt, zoomen euch mal noch ein bisschen raus, dass ihr das alle im Komplett sehen könnt. So, jetzt soll ich hier dran ziehen. Dann geht auch alles raus. Das ist auch hier wunderbar erklärt. Ich zoome euch das noch mal ran, damit ihr das Display sehen könnt. Ja, da ist es echt super erklärt. Also da muss ich echt sagen, ey, ein fettes Lob an Burda, weil, also ehrlich gesagt, noch einfacher geht's ja gar nicht. So. Das haben wir jetzt rausgezogen.
starten, Tinteinsatz. Und dann ist dann hier auch das abgebildet, das rosa, das blaue, das gelbe und das schwarze. Schutzteil in orange entfernen. Das ist das Schutzteil in orange. Haben wir entfernt. Nächster Schritt. Start, Tinteinsatz. Bewahren Sie dieses Teil in orange im Inneren auf. Es wird beim Transport benötigt. Okay, also jetzt soll ich das einmal hier aufklappen. Nee, das ist ja nicht, was ich aufklappen soll. Nee, ist nicht. Ach, hier ist noch was erklärt, wartet. Noch ein Fach, was wir aufmachen können. Ich hatte auch vorhin vergessen zu sagen, das war das einfache Fach, dass wir das hier noch ausziehen können. Wir müssen hier den grünen Haken machen und dann können wir für A3 das hier richtig groß ausfahren. Das habe ich im Unboxing komplett vergessen zu erklären. Aber egal. So, und jetzt brauchen wir das nicht mehr und das soll jetzt hier rein. Nee, das ist für den Telefonkabel. Ach, hier oben haben wir eine Lücke, da soll es rein. So. Ach, hier haben wir dann noch ein X, Line und USB und Druckeranschluss. Da mache ich nachher noch mal ein Ergänzungsvideo, dass ich das als erste Unboxing mit dazu packen kann, wo wir uns den ganz genau angeguckt haben. Ich denke mal, das wäre auch Unboxing mit Hardware nennen oder so. Das ist wirklich hier sehr übersichtlich. Jetzt machen wir wieder zu. Jetzt sagt er wieder, das so aufmachen. Haben wir entfernt. Wir haben auch jetzt das ins Innere gemacht. Jetzt sagt er uns auch genau an, wie wir das mit den Patronen machen sollen. So, ich fange mal an mit der schwarzen, würde ich sagen. Ich gehe von rechts nach links. Oder nee, nimm erstmal die orange. Wir fangen von der... So... Das ist der gelbe, die gelbe, das ist die rote, das ist also orange-rot, ne? Und das blau, also die, dann gelb und zum Schluss die schwarze. Okay, ich habe mir jetzt auch hier schon eine Schere geholt, schneide das gleich auf, so, hört man gleich die Luft drin kommen, das ist wie beim Kaffee. Ja. So, und jetzt haben wir hier praktisch diesen Schutz, wo wir am Anfang gesagt haben, Achtung, nicht hochdrücken, dass das nicht abbricht. Hier steht es auch nochmal ganz genau beschrieben. Wir sollen etwas nach oben und dann einmal so rüber. So, dass es hier einmal einrastet und dann können wir das abnehmen. So einfach ist das. Also ihr dürft nicht nach oben drücken. Aber das steht hier wirklich kinderleicht erklärt. So, die Löcher sind unten. Dann muss ich denn das hier einfach nur reinschieben. Das ist ja kinderleicht. Schon ist es drin, das rastet sofort ein. Also wenn ich an meinen alten Drucker denke, wo du ewig rumgemerkt hast, dass die Patronen überhaupt mal halbwegs drin halten. Und dann kam immer noch, Druckerpatrone bitte überprüfen. So, hier nochmal. Hier seht ihr das Orange. Nicht nach oben und dann wegdrücken. Nur ein Stück nach oben, dann könnt ihr das schon fallen lassen und einmal nach rechts rüber. Und dann können wir das abnehmen. So, das ist jetzt blau. Habe ich es jetzt auch richtig? Ja. So, ich habe falsch schon mal geknackt. So, dann haben wir jetzt hier gelb. Also ich habe jetzt nicht geschüttelt.
Die soll man auch nicht schütteln. Hier steht auch nur erklärt, wie man das macht. Weil bei Schwarz, zeige ich euch gleich, da müsst ihr noch was beachten. So, und wie gesagt, zack, rüber und schon ist er ab. Und dann müsst ihr hier auch nicht nach oben nach der Schiene gucken, einfach unten ansetzen, gerade halten und einmal nach vorne schieben, dann ist es eingerastet. Und bei der schwarzen, da gibt es jetzt was zu beachten. So, da werde ich wohl noch nicht die Schutzhülle abmachen. So. Denn da ist auch wieder erstmal ein fettes Lob an Brother für die ausführliche, detaillierte Beschreibung. Da ist nämlich so ein Zettel dran, dass man das 15 Mal schütteln soll. Und dann zwar so. So halten, so und 1, 2, 3. So. Und schon haben wir geschüttelt. Ich mache mal nochmal sicherheitshalber. Ja, jetzt hört es auch nicht mehr so. Vorher war es so flüssig, hat sich angehört. Jetzt hört man gar nichts mehr, dass man irgendwas schüttelt. Okay, und dann wieder rüber, rüber. Na. Das will jetzt hier doch jetzt. Und dann das natürlich auch. Die ist natürlich etwas dicker als die normalen. Weil schwarz wird man öfters brauchen. Und dann haben wir hier aber noch Platz daneben. Ich weiß jetzt nicht, ob man da denn eine dickere schwarze kaufen kann, die dann halt noch mehr Volumen hat oder so. Dass die denn hier auch noch ausfüllt, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke mal schon. So, dann machen wir das wieder zu. Jetzt sagt er hier, Installierung circa 7 Minuten. Ich habe mir auch schon die Brother App auf dem Handy runtergeladen. Die Software habe ich noch nicht installiert. Da werde ich dann später noch mal ein Video machen zu der Software, die wir dann installiert haben. Und ja, für den ersten in Betrieb nehmen. Und ihr könnt dann diesen hier zum Beispiel. Telefonkabel. Ein Telefonkabel. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der hier wirklich fertig ist, weil ich habe keinen Bock, dass ich das unterbreche. Muss ich erstmal aufkriegen. Das dauert jetzt natürlich kurzzeitig. So, dann machen wir mal schon mal Papier ins untere Fach. Wa? Ich mache mir so einen kleinen Stapel raus hier. So, mach den hier rein. Wieso passt denn das nicht rein? Muss auseinander machen, da ist der grüne Knopf da oben. Ah, ja, das war nicht richtig. Ach so, okay. Mhm. War nicht richtig gemacht. Ja, dann das hier ran. So, dass wirklich drin liegt. Schön eingebettet. Ja, na, die obere ist ein bisschen locker. Es macht nichts. Gut. So. Obere Fach mal auch nochmal einen Stapel drin, dass man das dann, dass ich euch das auch zeigen kann. Einfach rein und dann machen wir das hier noch nach vorne. Ach, ich hab die Klappen vergessen. So, und der ist jetzt schon etwa knapp bei der Hälfte. Die sieht echt rucki-zucki, muss ich sagen. Die orangenen Sicherheitsteile da oben, wenn die Patrone leer ist, kommen die wieder rauf, kann man wieder die raufmachen
Und dann kannst du sie zum Auffüllen zu irgendeinem Tintenmenschen bringen oder damit es nicht ausläuft. Das ist ja gut. Kannst du genau wieder so draufsetzen, wie diese draufgesetzt sind. Aber das ist ja echt cool gemacht, weil wenn du überlegst, bei anderen Herstellern, da kann Asse nicht so was zum Verschließen. Und vor allen Dingen, ja, da ist es denn, da wollen sie ja auch nicht, dass du die Patronen mit irgendwas selber nachfüllst oder so. Und hier kann ich euch das mal zeigen, hier ist so ein kleiner Plastiknippel. Deswegen habe ich euch gesagt, ihr müsstet hochheben. Das kleine Dinger. Weil hier seht ihr das? Da geht es dann nicht weiter, da müsst ihr dann ein Stück hochheben und dann rastet das ein und dann ist das fest. So. Mike jetzt hier überall mal. So. Die mache ich mal in so eine kleine Plastiktüte rein. Ne, die ist offen. Oh, die Plastiktüte. So. Und ich denke mal, da finden wir auch irgendwo Platz im Inneren, um das irgendwo zu verstauen. Oder im Schubfach oder was weiß ich wo. So, ich habe das jetzt so gemacht. Nicht wundern, was da jetzt los ist. Das ist mein Kühlschrankschwein in der Küche. So, wir sind jetzt schon weit über 50%. Selbst von hier kann man das Display gut erkennen. Über dem Ausschalter haben wir jetzt einen grünen Punkt. Der leuchtet. Die Tasten leuchten bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob die Tasten leuchten, ob man sich das dann im Menü einstellen kann. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur das erste in Betrieb nehmen. Und ich muss echt sagen, ich habe das Blatt nicht mal gebraucht. Weil das macht er alles von alleine. Und man muss nur die Anweisungen, die auf dem Display sind, nachmachen. Und selbst das ist kinderleicht. Gucken wir mal, was hier drin steht, was wir hier machen sollten, was der sagt. Blatt Papier drin, haben wir schon gemacht. Einstellen haben wir auch gemacht. Also die machen das wirklich so kinderleicht, also auch Display heben hier, auch hier mit dem Nippel, dass man das erste Stück hochhebt und dann zur Seite schiebt. Schwarzpatrone steht hier auch extra nochmal drin, 15 mal schütteln. Also noch genauer kann man es gar nicht machen. Und hier haben wir dann das, was ich euch eben gezeigt habe, mit innen drin, dass man die Kabelei dann rausführen kann. Das werde ich euch gleich zeigen. Und da kann man auch ein Telefon anschließen und USB ist da auch. Und was haben wir hier hinten? Und hier haben wir dann nochmal die Download-Version und wie man es mit dem Router verbindet. Also echt, wirklich echt kinderleicht. Also muss ich echt leider so sagen, da können sich viele eine echte Scheibe von abschneiden in puncto Einfachheit beim Einrichten. So, wir sind jetzt jeden Augenblick fertig. Ist nur noch ein Viertelchen von der Download-Leiste, von der 100%-Leiste grau. Und wie gesagt, wir haben hier außen ein USB, innen drin ist auch nochmal ein USB. Aber ich denke mal, innen drin der USB, der wird dafür sein, dass man mit dem Laptop verbinden kann oder PC oder so. Aber da war jetzt kein Kabel für mit bei. So, da haben wir es schon. Druckqualität prüfen. A4. Normalpapier. Zufuhr 1. Das ist das. Denke ich mal. Querformat einlegen. Start. Schwarzer Druck oder leere Seite. So, und dann haben wir jetzt hier so ein Druckergebnis, oh, ich bin echt begeistert. Man kann alles schön lesen. Ja, das ist praktisch dieser erste Probedruck. Und den können wir jetzt hiermit natürlich vergleichen, ob das hier auf dem Display genauso aussieht wie da. Und falls okay, Druckergebnis wie folgt. Fehlende gepunktete Linien. Nein, wir haben hier.
Ja, Gelb ist jetzt noch leicht schwach, aber wir haben hier keine, auch ist extra so schräg gemacht alles, wir haben hier keine fehlenden, oder Schatzi, siehst du irgendwas, was fehlt? Nö. Schatzi sagt auch nein, da sagen wir natürlich nein. So, jetzt Papier und Sort einstellen. So, was haben wir da? Also jetzt zeigt er uns die verschiedenen Fächer. Stellen Sie Papierformat und sortiert 1, 2 MF Zufuhr Rückseite. Ach, das ist eine MF, das heißt MF Zufuhr Rückseite. Okay, das ist da. So, Zufuhr einstellen. Und jetzt können wir hier praktisch, glaube ich, die Zufuhr einstellen, wo der das Papier hernimmt. Na, hier öffnet der Touchscreen, kann man nichts einstellen. So, ändern. Ah, jetzt kann man hier einstellen. Zufuhr 1 können wir jetzt normales Papier, Zufuhr 2 können wir jetzt alles einstellen hier. A4, A3, Letter. Letgear, Mexiko, Indien, India-Legend, keine Ahnung. Folio. Ja, wir lassen das einfach mal alt auf A4. Ja, ist auch okay. 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 Beenden. Okay. So. A4. Papier in Querformat einlegen. Na, dann machen wir das mal. Dass wir das hier hinten auch überprüfen können. Achso, da soll was drauf sein. Da ist ein A drauf. Der macht doch das, was du ausgedruckt hast gerade. Oder? Ich glaube aber, da ist ein A drauf. Ne, dann werden wir das mal schauen. Auf dem auf weitere Funktionen zugreifen, streichen Sie. Okay. Okay, Webcontent. Gut, wir können jetzt auf weitere Installationen jetzt drucken. Ja. Schöne Geräusche jetzt auch. So, hier haben wir jetzt noch Mobilgeräte, iOS, CD-ROM. Jetzt haben wir hier nochmal, sagt der Drucker ist uns so freundlich und druckt uns die komplette Installationsanleitung. Ja, nimm mal sie. Sehr cool. Schließen. So, und jetzt haben wir hier ein schönes schwarzes Display mit den wichtigsten Funktionen natürlich drauf. So, nehmen wir das mal wieder runter. Brauchen wir jetzt nicht. Scheiße, müssen wir den hinschrauben. So, ich glaube, ihr könnt das halbwegs sehen. Ich werde mal versuchen, so und dann noch ein bisschen weiter ran zu scannen. Ja. Ein Stück. So. So. Achso, jetzt habe ich wieder ein bisschen zu viel verschoben. So. So könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Wirklich, das Display ist hier echt übersichtlich. Die Zahlen leuchten bis jetzt hier noch nicht. So. Können jetzt 11 mal. Oh, der sagt da nicht gleich. Nee, wir wollen jetzt hier nicht 11 mal drucken. 99 mal wollen wir auch nicht. Return-Taste. Oben. Ach hier, genau. Genau, oben. Zurück. Ich habe jetzt an X gedacht. So, und jetzt haben wir hier Wi-Fi natürlich. Und wir wollen das jetzt mit Wi-Fi-Assistent. Ja. WLAN für Verbindung mit Computer konfigurieren. Achso, der will jetzt das WLAN
für die Verbindung mit dem Computer konfigurieren. Ich habe aber die Computersoftware noch gar nicht drauf. Aber wir können uns ja wahrscheinlich schon mal mit der Fritzbox verbinden. Entschuldigung. Oh. Das ist das Wetter heute, ey. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so heiß wie hier. Ich habe gerade ein bisschen was getrunken und gegessen. Mustig, Frau hat mich gezwungen, weil man darf bei Hitze darf man nicht essen, hat sie gesagt. Und es ist einfach hier, wie viel haben wir? 22, 23, 25, 22? 22. Ja, 22 Grad sind es. Und es ist einfach... Bah. Wie lang? Nee, warte mal, wir machen nochmal abbrechen. Ah, hier sind die Favoriten. Ah, wir haben drei Favoriten. Das ist das, was du mir erzählt hast, Schatzi. Zwei Zeilen, ah, drei Favoriten. Ja. Mhm. Drei Zeilen. Drei Spalten, zwei Zeilen. Na, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind drei Spalten, zwei Zeilen. Ja, aber in jeder Zeile drei. Drei Spalten, das nennt man Spalten. Ja. So, was nehmen wir? Da können wir jetzt mal eine Faxnummer eingeben. Standardauflösung. Mhm. Standard. Ja, Standard reicht doch aus. Als Favorit speichern. Ach, hier oben muss man die Ziffer jetzt eingeben. Ja, muss er eingeben. Ja, will er nicht. Achso, hier Adressbuch. Adressbuch nicht vorhanden, bearbeiten, neu hinzufügen, Name, nehme ich mal. Odin. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal. Wie waren die? So. Okay. Okay. Steht ja drin. Als Favorit speichern. Okay. Favorit 1, den können wir jetzt weglöschen. Den nennen wir jetzt einfach auch mal Odin. Ohne Touchscreen starten sofort Konfiguration. In der Konfiguration. Achso, okay. So, und jetzt müssen wir hier natürlich. Machen wir denn jetzt unser Web, Apps, USB, Favoritenkopie. Software Download. Ah, hier wird uns auch nochmal das angezeigt. Das habe ich ja schon runtergeladen. Kopie, hier können wir auch Kopie sagen. Wie, und vor allen Dingen, wie viele Kopien. Na, was haben wir denn noch? USB-Stick. Ach, da will er denn den USB-Stick von vorne haben. Also praktisch den, der sich hier am Gerät direkt vorne befindet, schließen. Apps verbinden. Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung. Möchten Sie fortfahren? Ja. Netzwerk nicht verbunden. Prüfen Sie das Gerät mit Netzwerk verbunden. Okay. Web. Ja. Netzwerk nicht verbunden. Also wir müssen das erstmal. Ah, und hier bei Favoriten steht jetzt hier Odin drin und ein Fax-Symbol habe ich. Also haben wir wirklich ja, sechs Favoriten, die wir uns pro Seite speichern können. Das sind 6, 12, 18. 18 Favoriten, die wir speichern können. Das reicht auch, das ist auch gut.
So oft faxt man ja auch nicht. Normale Kopie, Scan können wir auch machen. Ah, und wenn wir bei Scan drauf sind, ist ja geil. Dann sagt er uns an, wir können das auf dem To Medium, also USB-Stick machen. Das heißt, wir können jetzt hier steht doch auch noch beschrieben, dass wir da unten noch was einstellen können. Ach nee, zum sauber machen. Mit dem Tuch macht den sauber. Das hier. So, also guck mal, da müsste so ein blauer USB-Stick auf dem Tisch liegen. Ich danke dir. Ich zoome euch jetzt mal ein Stück raus, dass ihr das seht, was ich mache. Ich nehme ja einfach einen USB-Stick. Ganz normaler USB-Stick. Schließt den hier vorne an. Was ich auch gut finde, ist, dass der USB-Stick ein bisschen versenkt ist im Gerät, damit der nicht so direkt draußen ist. Das heißt, ja, wenn wir jetzt einen kleineren USB-Stick haben, das ist ja jetzt, wenn du den aufklappst, ist ein ziemlich langer USB-Stick. Aber wenn wir jetzt so einen kleineren haben und den hier reinmachen, dann verschwindet der so gut fast im Gehäuse drin und wir können den einfach hier so abziehen. Macht sich natürlich sehr bemerkbar, wenn man dann mal rankommt oder so. Hier habe ich ja Glück, dass mein Display habe ich ja hochgemacht. Ja. So, JPEG-Druck. Dateiauswahl. Da gehen wir nochmal zurück. Wir machen Scan. Machen Scan to USB. PDF. Start. Ich find auch geil, dass man das gleich als PDF... Oh, unbedingt tun, ist geil. USB-Speichermedium nicht entfernen. Nächste Seite einlegen, dann weiter. So, jetzt bin ich mal. Schnell? Ja, ich bin auch überrascht. Ich hab das ja gerade mal eingelegt. Das ist so schade, das ist geil. So, jetzt pass auf, nächste Seite, weiter. Schon fertig. Drüber. So, wir werden mal jetzt noch sicherheitshalber. Ich werde mal noch dieses Papier hier, diese Pappe mal mit scannen. Dann kann man sich ja dann mal angucken, wie das alles hier laufen ist. Weil hier auch viel Schrift drauf ist. Hoppala. So. Das läuft so los. Mhm. Ist so krass. Zack und fertig. Mhm. Und dann kann ich sagen, beenden. Doch, der war schon fertig. Das ist jetzt das Verarbeiten. Ich finde die Töne geil. So weiß ich immer, wenn es mal fertig ist. So, dann haben wir noch PC. Da können wir natürlich am PC scannen. Da können wir To-Text, Datei, was weiß ich sagen. Da ich natürlich den PC noch nicht verbunden habe mit dem Drucker, weil ich die Software noch nicht installiert habe, die werde ich erst morgen oder so machen, kann ich das jetzt noch nicht machen. Dann haben wir hier FTP. Dann können wir es an einen FTP-Server schicken. Hier können wir innerhalb von einem Netzwerk, SMB, oder hier haben wir halt eine Cloud ins Web, da diese Funktion erfordert. Okay, da brauchen wir definitiv Internet. Warte mal, Wi-Fi. Setup, Wi-Fi Setup Assistent. So, und jetzt sagt er mir hier meine, ich nehme natürlich die Fritzbox und sage okay. Jetzt müsste ich mal kurz weggucken für meinen Schlüssel. So, ich musste mal meinen WLAN-Schlüssel eingeben. So, Verbindung erfolgreich und schon fertig. So, und dann können wir jetzt hier, oh, jetzt haben wir hier auch so ein WLAN-Zeichen. Jetzt steht hier nicht mehr Wi-Fi auf dem Display. Ich zoome euch nochmal ran. So. Jetzt steht hier nicht mehr Wi-Fi, sondern haben wir so ein WLAN-Zeichen. Jetzt können wir ja mal gucken. Wir können ja mal sagen, Apps. Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung. Möchten Sie fortfahren? Ja.
Soll die Internetverbindung jedes Mal angezeigt werden? Ja. Ja, das ist jetzt Euler, also wie immer. Und da haben wir jetzt hier Apps, die wir uns installieren können auf dem Drucker direkt. Wir haben jetzt, was nehmen wir, Scan Mobile nehmen wir. QR-Code, ja. PDF. Okay. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Hat das was mit dem Drucker zu tun? Nee. Nee, hat nichts mit dem Drucker zu tun. Oder? PDF? Nee. Alle Spiele. Weiter. Übertragung, bitte warten. Verbinden. So. Jetzt sagt er mir einen PIN-Code an. Ich habe mir die App ja Gott sei Dank schon runtergeladen. So, die startet jetzt hier mal. Da seht ihr das. Es ist jetzt hier dieser. Die Brother-App. Jetzt auswählen. Der scannt jetzt gerade, also die App scannt gerade. Machen wir mal abbrechen. So. Keine unterstützten Geräte gefunden. Gerät aus. So, jetzt sucht er nochmal. Ich habe jetzt gesagt, er soll nach Geräten suchen, weil vorher hat er ja kein Gerät gefunden, logischerweise, weil der Drucker ja noch nicht an war. Ich habe den ja, habe die App ja vorher runtergeladen. Ich zoome euch noch mal raus. So. Jetzt hat er ihn gefunden, auch den richtigen. So, der wird so ja angezeigt mit Bild, allem drum und dran und Bezeichnung. Den wählen wir jetzt natürlich aus. Das ist der einzige Drucker, den ich habe. So, drucken, scannen, Kopievorschau, Fax senden. Oh, ich kann sie ja über Handy jetzt mit einem Fax senden mit dem Drucker. Finde ich geil. Also Innovation gleich 10 Punkte da. Liste der mobil unterstützten Modelle. Jetzt zeigt er mir so ja alle an, die hier unterstützt werden. Alter, die haben aber wirklich einen Arsch voll an Drucker, ey. So. Und ich will jetzt drucken. Ich möchte ein Foto drucken. Welches Foto möchtest du drucken? Kann ich. Achso, jetzt zeigt er mir nur. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken. Fotos auswählen. Zeigt er mir alle möglichen Fotos an, aber nicht in Reihe. Achso, sind die ältesten sind oben. Dann müssen die neuesten ganz unten sein. Ne? Scrollen wir mal ganz runter. Ja, die neuesten sind ganz unten. So. Nehmen wir mal das als Probedruck. Also ich konnte die jetzt nicht groß sehen, Schatzi, also nicht meckern. Na doch, das geht, oder, Schatzi? Ich muss erstmal okay von Schatzi holen, ob das okay ist. So, das sagt er 7. Ne, wir wollen das nicht als 10x15 bearbeiten. Wir wollen das als, wie heißt die Größe? A3 ist die normale Größe vom Blatt Papier, oder? A4.
A4. Na, mal A4. Oh, da wird aber vier Farbe drauf hier bei so einem Foto, wa? Oder wollen wir doch mal, warte mal, wir machen doch mal nochmal klicken. 10 mal 15, 9 mal 13, 18 mal, nee, 13 mal 18 sind 5 cm, 5 Zoll mal 7 Zoll. A3, A5, A6. Na, A6 ist dann noch kleiner, wa? War A6 nicht so, so wie so ein kleiner Eft? Nehmen wir mal A6. Farbe, lassen wir drinnen. Qualität fein, kann man jetzt auch nicht ändern. Randlos drucken, aus. Glanzpapier, normales Papier. So, jetzt habe ich alles eingestellt, zeige ich euch das mal. Und dann sage ich jetzt einfach, geht einfach nur auf Zurück-Taste. Jetzt steht da Verarbeiten. Jetzt zeigt er mir das Bild an. Nochmal. Und dann sage ich einfach mal Drucken. Ist schon gleich bei 3%, 18%. Ah, hier passiert was. Folgendes Papier in Zufuhr 1. Legen Sie Druck. Neustart A6. Normalpapier. Ausdruck. Bestimmt, weil ich kein passende Papier jetzt schon habe, oder? Achso, ne, dauert was länger, weil es ein Farbdruck ist. Ein Foto, ja, ja. Aber selbst wenn er arbeitet, man hört ihn gar nicht so. Hörst du das? So ein bisschen. Ganz leise. Wenn ich überlege von meinem Kumpel, der Drucker, wenn der anfängt, wenn der nur beim Schwarz-Weiß druckt, wenn der irgendwas vom PC ausdrückt. Oh, die Qualität ist gut. Und das ist, ey, das ist nicht mal Fotopapier. Also, das ist nicht mal Fotopapier. So, Leute, könnt ihr mal sehen, das ist von meinem Geburtstag, von meiner Frau, wo wir jetzt weg waren, Wochenende. Ach, so, Mann, dann seht ihr das besser. So. Also, bei Facebook könnt ihr das ansehen. Bald. Oh, der hat meine Kamera erkennt, so er hat gleich die Gesichter an. Also von der Qualität. Die Gesichtsfarbe ist gut, das Schwarz ist gut, das Weiß ist gut. Man sieht so ja die schmalen Linien vom Anzug. Auch mit den Bäumen im Hintergrund ist gut. Selbst zwischen den einzelnen Blättern, wo noch was Braunes ist, das ist gut. Guck mal hin. Also ich bin von der Qualität echt begeistert. Das ist geil. So, jetzt teste ich mal was anderes. Ich bin mal gespannt. Dokument drucken. Was ist denn jetzt schon wieder eine E-Mail? In Englisch, ist mir jetzt egal. Browser, Cam, Data, DNC, Dokumente. Gucke ich mal meine Dokumente. Wenn nicht, muss ich mir das erst auf meiner Cloud runterladen. Natürlich kein Dokument drin. Wartet mal. Hasilein, du hörst dich krank an. Wo haben wir die scheiß Dropbox jetzt wieder hier in den Donut? Ich habe nämlich in meiner Dropbox, wenn ich jetzt wüsste, wo die Dropbox gerade abgeblieben ist, wäre ich natürlich eine Ecke schlauer. Ach, hier oben bei Samsung habe ich es reingeklatscht. Ich habe in meiner Dropbox nämlich noch Visitenkarten drin. Ich muss mal gerade gucken, ob die noch da sind. Visitenkarten. So, da haben wir die jetzt hier. Und dann lade ich die jetzt einfach mal runter. Und dann muss ich gucken, dass ich sage Vor- und Rückseite.
das und das. Nee, lieber nicht das, nicht das. Das sind nur, das ist bessere Qualität und das ist auch bessere Qualität. Das da. Und dann sage ich mal, auf Gerät speichern. Zulassen. Adorbox ist nicht mehr so schön wie dran. Ich hau mal gleich bei Brothers drin und mach mal hier einen neuen Ordner. Visitenkarten. Erstellen. Exportieren. Und das funktioniert auch. Ich hau die jetzt gleich in den Brothers Ordner auf der App rein. So, Brothers. Also ich bin so vom ersten Feeling, vom ersten Umgang mit dem Ding bin ich echt begeistert. Wenn ich da überlege, andere, wie lange man da rummachen muss, dass da überhaupt was funktioniert. Hier, zack, 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 bumm. Und läuft. Drucken. Dokumente. Fotos. Nee. Website. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ich habe das hier in dem Ordner gespeichert. Also ich scanne dann nach neuen. Ich will nicht nach neuen Gerät. So. Gibt es noch mehr Support Center, Print Service, Plugin. So, jetzt machen wir aber einfach mal Kopievorschau. Ich bin so begeistert, ey, so viel Spielerei hier, was man hier hat. Dann muss ich mal gucken, dass ich hier die Visitenkarte irgendwo finde. Ist natürlich irgendwo. Vielleicht ganz unten. Nee, ganz unten ist er natürlich nicht. Man hier nicht irgendwie. Ich habe das doch in der Brothers App gespeichert. Ach, warte mal, vielleicht Cloud-Dienste. Dropbox, ah, anmelden. Ich kann mich jetzt hier gleich mit meiner Dropbox, bin ich bescheuert, warum verschiebe ich das erst, wenn ich das gleich mit der Dropbox machen kann? Zulassen. So, jetzt verbinde ich mich automatisch mit meiner Dropbox. Ich sag, mir werden jetzt hier meine Ordner auch direkt angezeigt. Ich bin bescheuert, warum mache ich denn das nicht gleich? So, jetzt muss ich gucken, wo sind Visitenkarten? Visitenkarten. So, PDF-Datei. Verarbeitung läuft. Also eine PDF-Datei braucht ein bisschen länger zum Verarbeiten. Na gut, und der musste dir jetzt erstmal von der Dropbox holen. Fortfahren nicht möglich, Internetfehler. Warum? Das Ding ist aus. Ach, mit Druckern. Vielleicht ist das der Fehler gewesen. Nehmen Sie. Gewechselt dann den Standby-Modus, wenn er den länger nicht benutzt. Habe ich doch, ich habe hier kein Dokument drauf. So, jetzt ist er hier 0 von 2 in Verarbeitung. Das Display ist auch echt übersichtlich. Und wenn wir jetzt hier auf die Punkte drücken, auf die Farben, kann man auch alle Papier entfernen. Also Komfort gleich, weiß ich was. Oh, hier kann man auch eine Wartung. Also wenn wir jetzt auf den Schraubenschlüssel und den Schraubenzieher drücken, haben wir einmal Wartung, Wi-Fi, Listenmodul, Zufuhreinstellungen, Faxvorschau, Einstellungen, Geräteeinstellungen, Favoriten, Netzwerk, hier hast du alle, Geräteinfo, Adress, Ausdruck, Internet, Inbetriebnahme,
Hast du wirklich alles nochmal astrein erklärt? Also in Komfort und Leistung bin ich echt mega begeistert. Ah, jetzt haben wir es hier. So, und jetzt, wie mache ich das jetzt, wenn ich jetzt Vorder- und Rückseite drucken will? Also auf der Vorderseite was und auf der Rückseite. Gucken wir mal nach, was er sagt. Papier A4. Kopie. Warte mal. Farbschema, Farbe. Layout 1 auf 1. Beidseitig. Mhm. An Linkskante, an was? An langer Kante spiegeln, an kurzer Kante spiegeln. Layout 1 auf 1, Kopie 1, Papiergröße A4. Stelle ich mal A, nee, A3 war das große, wa? A4 ist normale Papier. Gut, dann lasse ich das mal A4 drin. Aber ihr sagt da nicht von Kanten oder irgendwas. Naja, dann lassen wir das mal drin und sagen einfach dem, der sollte das jetzt mal drucken. Druck mal. Schon, ist schon längst gesendet, also ist schon nicht mehr da. Oh, der hat es jetzt ein groß gemacht. Ich wollte den doch kleinen. Kann doch nicht so eine Visitenkarten abgeben. Ja. Das ist also meine Visitenkarte in groß. Ne? Du hast A4 eingegeben. Ja. Ne? Ist schon richtig. Der macht nur das, was du ja. sagst. Ja, aber das Dokument war clean, dachte ich, wer macht das so? So, das ist die Vorderseite von meiner Visitenkarte, das schwarze hier oben. Das sollte eigentlich, wird eigentlich sonst nicht mit gedruckt, keine Ahnung. Das sind Abstandshalter oder so. Und dann haben wir hier hinten noch meine Daten. Warte mal, da muss ich mal meine Telefonnummer. Etwas zudecken. So, und das ist halt die Rückseite. Vorne auch extra mit Facebook, Google Plus, Blog und Twitter. Ja, damit könnte man natürlich, da müsste jetzt ein Facebook, ein YouTube-Icon noch drin und sowas alles. Ach, du findest uns auch. Achso. Ja. Also, finde ich schön. Ist doch YouTube gemacht, oder Nasi? Guck mal. So, jetzt werden wir das nochmal versuchen. Wie groß sind denn die 7-Karten-Kopien? Ich weiß nicht. Da gibt es auch irgendwelche standardisierten Einstellungen, oder? Bei die 7-Karten? Ja, aber was ist... Ich glaube so 15 mal 8, 15 mal 5. Habe ich nicht zur Auswahl, ich habe nur Ledger. Ich nehme mal das kleinste, ich nehme mal hier Ledger. Ledger. Beidseitig, da geht bei Ledger geht beidseitig nicht. Gut. Geht auch nicht beidseitig. Hier geht beidseitig. An kurzer Kante, an langer Kante. Und jetzt sagen wir einfach mal drucken. Und jetzt fängt er an zu drucken. Also, hier fehlt ein Buchstabe. Ich habe das nicht geschrieben. Wo steht nach wem ein Buchstabe? Ja. Ah, da hat er bestimmt den Ü nicht gedruckt oder so. Da muss ich mir gleich mal angucken, ob das jetzt beim nächsten jetzt, was wir jetzt drucken, mit drauf ist oder Gut, da ist in der Vorlage schon nicht mit drin. Ja, ich gucke ja gerade, ob man die Vorlage angucken kann. Ja, nee, in der Vorlage ist es schon nicht mit drin. Ah, siehst du, ne. Da fehlt ein Ü. So, gucke ich mal die PDF-Datei nochmal an. Wieso fehlt da ein Ü? Ja, der hat das mit dem Mac gemacht, also. Verbindung. Ja, hier fehlt auch ein Ü. Okay. Hier sind mit drauf. Drucken. Ich such da gleich zweimal, oder? Und jetzt mal die einzelnen Seiten.
Zeit. Zweimal, aber bei meinem Glück dreimal was hingeschickt. Immer noch zu groß. Aber hier, das Ü ist jetzt mit drauf. Ach, da steht ja noch meine alte Straße. Siehst du mal, wie alt meine Visitenkartenkorddrucke sind, die er mir gemacht hat damals mit meinem Bruder. Das ist mir gerade ganz aufgefallen. Das ist mein Grafiker, der mein Logo entwickelt hat. Der hat mir auch die Visitenkarten gemacht. Ja, Telefonnummer stimmt nicht, Adresse stimmt. Ja, die kann ich ja dann immer noch ändern in der PDF-Datei. Das Foto behalten wir mal. Ja. Ist aber nur einseitig, ne? Das ist diesmal nur einseitig. Mhm. Ja, siehst du, sag ich ja. Ich habe hier aus Versehen zweimal das gleiche genommen. Mhm. So. Die Qualität ist echt gut. Ja, vor allen Dingen, guck mal hier, ich gebe dir mal ein kleines Blatt. Guck mal oben in Odins Tests rein. Siehst du diese kleinen Löcher da? Ja. Das ist ja die böse Schrift, die ich habe. Also von böse Onkel, weißt du? Ja, ist gut. Guck mal, du siehst richtig, wie im Internet siehst du richtig, wie die einzelnen Punkte. Nicht nur, dass es ein kleiner schwarzer Punkt ist, sondern du siehst richtig, wie das ausgeschnitten ist. Mhm. Selbst bei dem kleinen Blatt. So, ich zeig euch das mal, was ich meine. Also wirklich, aber so. Jetzt guckt euch einfach mal meinen Namen an, Odins Test, und guckt die kleinen schwarzen Punkte an. Wartet, so. 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 Die kleinen schwarzen Punkte, die sind wirklich teilweise oval, mal ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts, so wie es wirklich ist. Und nicht einfach nur ein schwarzer Punkt darin und da müsste ein Loch sein oder so. Ich bin sehr begeistert. So, jetzt haben wir die Vorderseite nochmal. Hier an der Vorderseite könnt ihr das richtig sehen, weil da die Schrift ja blau ist. Da könnt ihr das wirklich gut sehen, was ich mit den Punkten meine. So, jetzt hier mal hier ein klein. So, mit den Löchern. Das ist halt so, als wenn da Schrift rausgefallen ist. Kannst du mir nochmal eine große geben? Dankeschön. Ja. So, machen wir mal ein paar Blätter davor. So. Dann könnt ihr das besser sehen. So, seht ihr da? Die Löcher meine ich. Bei O, D, bei I ist nichts und bei N. Da oben. Die sind selbst auf den kleinen Bildern drauf. Finde ich geil. Also jetzt so vom ersten in Betrieb nehmen des Druckers bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. So, jetzt nehmen wir mal, wir wollen jetzt mal eine Kopie machen, Hase. Wir machen jetzt mal noch eine Kopie, aber keine Farbkopie, da reicht eine Schwarz-Weiß-Kopie aus. Ich muss mal gucken, ich habe ja hier ein paar Blätter irgendwo liegen. Ja, das sind einzelne Blätter. So. Ach, hier. Ich nehme jetzt einfach mal die Inbetriebnahme, die Anleitung. So, Schrift müsst ihr dabei nach oben machen, weil das wird so eingelesen, dass dann eingescannt, dass die Schrift dann irgendwann unten ist. So. Hat er das jetzt so? Ah, das zeigt auch gleich was an. ADF bereit. Kopieren. Farbe starten, schwarz-weiß. Schon fertig. So, das ist das Original und zack. Ein bisschen schräg ist es jetzt. Bestimmt, weil ich schräg reingedicht hatte, oder? Mhm. Schräg reingedicht. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, ob ihr schräg oder gerade reinpackt. Also, echt. Also ich bin echt begeistert. Drucken ging schnell. Was haben wir noch? Gescannt haben wir auch schon, wa? Mhm. Aber wir haben noch keinen Scan ausgedruckt, wa? Wir haben nur gescannt und halt auf USB-Stick gemacht. Jetzt machen wir hier nochmal so. Scannen. Wir können scannen und in die Cloud. Ich will nicht scannen und in die Cloud.
Nein, scannen ist nur, wenn du das auf einen Dateiträger oder irgendwie sowas rüber machst und von dort aus dann ausdrucken möchtest. Ach so, ich dachte, ich kann jetzt vom Scannen direkt ausdrucken. Nein. Das funktioniert nicht. Ansbeb. Du kannst es nur woanders übertragen. Woanders dann übertragen und von dort aus dann ausdrucken. Beziehungsweise auf den Computer. Oh, jetzt werden mir verschiedene Clouds zur Auswahl gestellt. So, nehmen wir mal Google Drive. Okay. Oder guck mal, ob der das dir auf dein Handy überträgt. Ja, auf Handy geht's. Von Scan auf dein Handy. Warte mal, da muss ich nochmal zurück. Scan. An PC. FTP, Netzwerk. Hast du mal Musik hier? Auf die Cloud drauf oder so. Ich muss das hier erstmal beenden. So, scan. Scan. Ich war nur im Menü drin, deswegen hat er nicht gemacht. Fertig. Ah, was auf dem Handy? Warte mal, ich mache euch das mal groß. Achso, ich kann es jetzt nicht groß machen. Und von Handy auf PC und dann... Doch, hier. So, dann kann ich das jetzt praktisch mir auf dem Handy durchlesen. Und wenn ihr jetzt kein PC habt, sondern nur ein Handy, könnt ihr das... Ach, das funktioniert selbst oben. Könnt ihr das praktisch... ja, vom Handy jetzt aus gleich wieder weiter und drucken. Aber ich will oder noch was anderes. Ich will noch... Jemanden verschicken oder so, ne? Oder jemand verschicken, ja, wenn man Papiere hat oder so. Mhm. Ich will aber jetzt mal was richtig Geiles testen. Ich will jetzt mal einfach das machen. Nee. So. Scan. Funktioniert nicht. Wird nicht funktionieren. Scan ist nur unten. Scan-Modus Farbe, A4, beidseitig. Okay. Funktioniert auch oben. Fertig. Zeig, echt jetzt? Ja. Ist ja ein Ding. Okay, cool. Ich bin begeistert von dem Teil. Den kann er oben und unten scannen. Ja. Ja, oben ist jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel beidseitig hast, du kannst dann hier beim Scannen auswählen, ob es beidseitig ist. Ah, cool. Und dann kannst du, warte, haben wir irgendwas, was war beidseitig? Haben wir irgendwas, was schriftlich, was beidseitig gedruckt ist? Nee, nur das große, die große Visitenkarte da. Ja, das Heft ist zu groß. Das Heft ist zu dick. Denk mal nicht, dass es funktioniert. Hier. Genau, von der Steuer hätte, genau. So, jetzt nehmen wir das einfach mal. Und dann erscheint hier AF bereit. Wollen wir nicht. Interessiert uns gerade überhaupt nicht. Wir wollen sagen, wir wollen scannen. Und dann scannt der hier. Beidseitig. Ach, ich habe vergessen, beidseitig zu anzugehen. Wir müssen noch mal scannen. Ich habe vergessen, beidseitig anzumachen. Fertig. So, okay. Beidseitig. Kurze Kante, lange Kante, kurze Kante. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das wirklich gerade drin habe. Weil da müsst ihr echt oben aufpassen, dass das wirklich gerade ist. Weil wenn es nicht gerade ist... Dann ist es auch auf dem Gescannten nicht gerade. Und 70 und fertig. Fertig. Ich habe es gar nicht eingezogen. Nee, jetzt zeigen weiße Blatt. Hm.
Warte mal, nimm mal raus. Ja, und jetzt sag mal, jetzt ADF bereit. ADF bereit, ja. Und dann zack. Jetzt, genau. Immer warten, bis ADF bereit ist. Ich habe gedacht, ich schiebst jetzt mal nicht so weit drin. Doch. Weil das letzte Mal so schräg war. Dass du wirklich einen Widerstand spürst. Und ADF bereit da steht. Für beide Seiten ist er jetzt fertig. Seite 1. So, jetzt macht er die nächste Seite. Nee. Fertig. Seite 1 und 2 fertig. Mhm. Cool. Und diesmal ist er doch gerade geworden. Ja, du musst es wirklich, bis du diesen Widerstand spürst, komplett mit beiden Seiten und dann... Und guck mal, wie klar und deutlich man das sehen kann. So, geh mal mit den Fingern und dann mach mal so. So ranzoomen, so machst du so. Ich weiß, ich habe selber einen Handy. Ja, ich weiß, aber du bist eine Frau. Was soll das jetzt wieder heißen? Nichts, mein Schatz. Oh. Also, warte mal. So. Und da könnt ihr wirklich jede Schrift wirklich sehen, also das ist wirklich extrem geil eingescannt. Hier machen wir noch viele kleine Schriften. Ah. Ah. Ich hoffe, ihr seht das. Ja. Also ich bin megamäßig begeistert. Also noch einfacher und noch schneller drucken, scannen, faxen. Ist ja nicht mehr möglich. Wenn du überlegst, du legst das Blatt Papier hier oben rein, lässt den einscannen, also in der Zeit, wo du dir geschlossen hast, du kommst nicht mal dazu, dein Handy zur Hand zu nehmen, da hat er das schon fertig. Also ich bin echt sehr, sehr begeistert. Die Größe ist natürlich, die Größe ist holla der Waldfee, also da kann ein kleiner Drucker nicht mithalten, weil der ist halt natürlich eine Hausnummer für sich. Das machen wir den mal aus. Lange drücken. Mal lange drücken. Und kommt dann auch ein Ton. Wirklich ausschalten. Funktionen werden deaktiviert. Achso, jetzt macht er alles nach und nach aus. Mhm. Ja, finde ich geil. Also ehrlich, ohne ungelogen, Leute, ich bin wirklich... Warte mal. So. Und ein bisschen ranzoomen. So, ist ein bisschen freundlich. Oh, ist nicht heute los hier. Klappt nicht gleich beim ersten Mal. So, ich habe jetzt die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe, bestimmt eine knappe Stunde oder so. Und ich habe jetzt hier wirklich alles Mögliche getestet. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht vom PC. PC kommt noch dran. Ich werde noch ein Video machen, wie wir die Software installieren und was wir für bei der Software für Möglichkeiten haben und alle drum und dran. Aber das Positive ist, er ist nur am Strom dran. Alles läuft per WLAN mit der normalen Fritzbox oder mit eurem Router und ihr braucht keine scheiß Kabel verlegen, wie bei anderen Druckern. Einfach Strom, verbinden, fertig. Und das Verbinden, das wird euch auf dem Display so geil erklärt, also da kann keiner Fehler machen. Keine, ich will es jetzt nicht sagen. Idiotensicher. Ja, idiotensicher. Auch für ältere Generationen geeignet, weil man braucht wirklich nur das machen, was da steht. Und das kann man gut lesen, da ist ein Bild dazu. Also noch idiotensicherer kann man das ja nicht machen. Also von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Ich muss jetzt nur einen Platz finden für den. Und wie gesagt, dann kommt natürlich noch das Video mit der PC-Software. Und dann werde ich auch noch ein Video machen, wenn ich eine Weile mit dem gedruckt habe und gescannt und gefaxt habe, wie ich damit zufrieden bin. So als Fazitvideo. Aber dafür muss ich den jetzt erstmal dahin boxieren, wo er hin soll. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, auch wenn es ein bisschen langsam und ein bisschen gequält und ein bisschen lang war, das Video. Wir haben halt hier alles Mögliche getestet. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ahoi. Sagt euer Odin.